Oh! So, nach 3 Stunden. Nanaki! Schön, dass du reinschaust. Wie geht's? Alles gut bei dir? Eieiei. Das kann jetzt was werden. Die Indie kenne ich noch nicht. Aber die Musik ist geil. Ja, jetzt geht es wieder. Gut, war Donnerstag weiter krank geschrieben und konnte mich vor Rückenschmerzen nicht bewegen. Oh, scheiße. Dann hoffe ich, dass es jetzt besser ist. Aber Rückenschmerzen kenne ich. Kenne ich nur zu Genüge. Es gibt mindestens 1 Million Sachen, die angenehmer wären. Vielleicht nur Schmerz, die haben ihr nichts getan. Ich denke, das ganz so lieb war für die Katze. Oh, scheiße. Das tut mir leid. Musik ist mega schön. Also noch etwas, was auf meine Wunschliste, auf meine Wunschliste, auf meiner Playlist kommt. Aber sie davon ist. Das ist ganz schön zu sein. Fällt mir die Decke auf den Kopf. Na gut, früher zu Schulzeiten war ich immer froh, wenn ich krank geschrieben war, aber die Krankheit ist einfach das allerletzte, ey. Vor allem, du hast dazu nichts Lust, du hast keine Chance, irgendwas zu machen. Und wenn du noch alleine wohnst, dann ist es auch schlimmer. Es sei denn, man mag das allein sein. Die ganze Zeit so stumpf rumliegen ist auch nicht so. Jetzt habe ich die Wände hoch. Spider-Man. Spider-Man. Was auch immer ein. Spider-Man. Gott, ist das schön hier. Das dürfte mich vielleicht ein bisschen beeilen. Oh, ja, so. Im Moment, wenn man das wirklich machen konnte. Ich will nur kurz noch was sagen.
Ja, etwas längere Zeit hat, dann will ich das wieder weg, weil ich so müde bin. Dann will ich dann doch einen schönen Abend. Ja, vielen lieben Dank. Schön, dass du reingeschaut hast. Und dir einen erfolgreichen Arbeitstag morgen. Sehr schön. So, das eine nehmen wir mal mit. So, vielleicht könnte man das ja mal gebrauchen. Ich jetzt nachts zügler immer wieder hier hinten. Bitte, mehr geht nicht, oder? Der hat sich der Tank wohl etwas übernommen, hä? Würde ich mal so sagen. Da hat sich der Tank echt so ein bisschen verschätzt. Naja, passiert. Ist das nicht das Kostüm von Estola? Oder zumindest sieht es so ähnlich aus. Der Dungeon, ja. So, jetzt mach nicht wieder den gleichen Fehler. Die sind dann, finde ich echt mega cool. Komm, er sieht doch so mega schön. Ja, das lief doch schon etwas besser. Aber auch nur etwas. Okay. Das ist jetzt nicht gemacht.
sehe eigentlich nur noch bunte Lichter. Also wenn ich mich damals schon beschwert habe, dass es so bunt ist, jetzt ist es noch bunter. Ach du grüne Neune. Ich muss schon wieder nach irgendeiner Taktik ausziehen. Ich wieder nicht auf die Werte auf Anhieb. Ich hab's befürchtet. Komm schon. Danke. Ist süß, wenn man es nicht kennt. Ja, ich kenn's nämlich. Ich weiß noch nicht, ob ich es raffe. Okay, ich glaube, ich hab's halbwegs. Ich weiß zumindest, wo ich stehen bleibe. Einfach nur weg. Diesmal habe ich es verpeilt. Diesmal habe ich es etwas verpeilt. Naja, es ging. Ich bin nicht gestorben. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Weg mit euch.
bisher ist sie irgendwie cool. Bin mir nur nicht sicher, ob ich sie halten wollen würde. So grüne Nonne. Was kommt denn jetzt? Ach du! Nett! Wirklich nett! Hi. Dann los gehen. Möge das Sterben beginnen. Ah. Ja. Wir melden uns dann auch auf jeden Fall. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend. Ja, vielen lieben Dank, dass ihr reingeschaut habt. Euch eine wundervolle gute Nacht. Morgen einen erfolgreichen Abend. Abendstag, genau. Arbeitstag. Ach, komm schon. Warum eigentlich immer ich? Ah, er auch. Etwas sehr unpraktisch. Okay. So geht's natürlich auch. Oh Gott. Dann bis morgen. Bis morgen. Das ist hier die komische Prinzessin da. Na dann. Bin auch aus vier Völkern guten Loot. Bis zum nächsten Mal, Aaron. Auch vielen lieben Dank, dass du da warst. Und träum was Schönes. So, und wo darf ich jetzt mit dir wieder hin?
Dahin, okay. Warte, dann kann ich mich doch einmal ganz kurz dahin begeben. Ah, tu ich schon. So. Also heute ist fetter Katzentag. Sag mir nur, ach so, das ist das. Okay. Dann weiß ich, was es ist. Ach komm, warum darf ich hier nicht runterspringen? Hier darf ich runterspringen. So, gib mir die letzte Windätherquelle, ja? Ja, frei wie ein Vogel, endlich. Das erste Ding, was wir vollständig haben jetzt wieder. Oder? Jetzt schon gern ein Vögelchen. Endlich. Frei wie ein Vogel. Ist das nicht toll? Wir können fliegen. Oh, schön. Wirklich schön. Jetzt bin ich wieder glücklich. Ist zwar nur ein Ort gerade, aber wenigstens ein Ort mehr auf der Liste. Jetzt gleich ins Gebiet, wo man es nicht mehr kann. Wäre ja auch zu schön, wenn man es jetzt schon überall könnte. Dann mal kurz hier der Musik lauschen. Was gibt es hier? Nur einer. Alter, ist das schön. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das hier bisher mein Lieblings-Addon sein wird. Ist das schön. Meine Heimat. Ja, okay. Dann. Auf und davon. So, es stört euch auch nicht, wenn wir erstmal zu Fuß gehen, oder? Oh. Das nenne ich einen großen Flieger. Den jetzt als Haustier. Wenn der sich in dein Bett legt, dann ist das Bett Macho und du selber auch. Na leid, Katze.
Wind-Ether-Quelle wollte ich eigentlich machen. Südost, okay. Da, wo wir hingehen, ist Südwest. Südost wäre da. Wir gucken einfach mal. Ich sag, Südost wäre irgendwo hier. Ja, das ist doch schon gern alles zusammen jetzt. Ich glaube, die Person sucht auch danach. Es geht voran. Echt, Lehrer, tut es das? Freu dich noch nicht zu früh. Nachher gibt's wieder. Oh, Indies en masse. Ich glaube, ist ja schon nicht. Hab aber noch eine ganze Menge vor mir, glaube ich. Ja. Das wird dauern. So, in Süden, ne? Südost. Da oben! Oh, jetzt ist die Musik schön. Das geht hoch. So, erst sind eh der Quelle. Ist immer so aufgebaut. 61 Dungeon, 63 Primae, 65 Dungeon, 67 Primae, 69 Dungeon, 70 Dungeon Primae. Gut. Na, das kann was werden. Popo. Ich sollte vielleicht auch mit dem Tänzer weiterspielen. Ich kann's nicht vor. Ich muss ja ehrlich sagen, ich habe da nie drauf geachtet. Okay. Gott, ist doch schön hier. Ich will hier wohnen. Warum wohne ich nicht in Asien? Oh. Okay. Aber hier runter. Hier runter. Oh, ich liebe so kleine Brücken. Da muss ich hin. Okay. Da oben ist es auf Namai. Okay. Wie weit ist hier die nächste? Nordwest, also tatsächlich in die Richtung dann, ne? Ja. Ja, mal kurz angucken, was uns. Ach du grüne Neune. Ja gut, gut, dass ich keine Helme trage. Davon möchte ich eigentlich nichts haben dann. Naja, dauert ja noch.
Zumindest von hier aus kann ich keine Galea entdecken. Ich komme noch früh genug. Sehr gut. Dann müssen wir uns nicht länger verstecken. Ich will mit den Leuten reden. Pass auf, und am Ende wollen die Leute nicht mit dir reden. Los, hinterher! Hallo, Bewohner von Namai. Wie ist es euch in letzter Zeit ergangen? Bitte erzählt uns, was hier los ist. Ist das nicht Gosetsu? Ja, kein Zweifel, er ist es. Er lebt. Ich glaube, die sind nicht gerade begeistert. Hey, was ist bloß los mit euch? Ihr seht aus, als hättet ihr ein Gespenst gesehen. Habt ihr etwa gedacht, ich wäre gestorben? Tja, ein paar Mal bin ich tatsächlich nur knapp dem Tod entronnen. Aber wie ihr seht, bin ich aus Fleisch und Blut. Was sollen wir machen, wenn die Galea ihn hier entdecken? Er kommt reichlich spät. Was will er jetzt noch hier? Du? Was hast du hier verloren? Junge, sei doch nicht gleich so unfreundlich. Wir wollen nur ein paar Fragen stellen, sonst nichts. Ihr braucht keine Angst vor uns zu haben. Nicht vor euch, aber... Naja, folgt mir schnell. Begeisterung hält sich in Grenzen. Sehr in Grenzen. Warum stehe ich eigentlich immer im Schokobo? So. Ja, so weit haben wir das schon verstanden. Ich glaube, dass das ganz schön den Bach runtergehen wird. Ich glaube, die Bewohner sind alles andere als stolz gerade. Und am Ende werdet ihr kämpfen. Okay. Dann nicht. Wobei ich dennoch einmal ganz kurz. Wie komme ich jetzt hier wieder hoch? Vor allem wie? Wie und wo? So, ich will einmal mich da zumindest harmonisieren. Ich bin neidisch auf all die, die jetzt schon hier fliegen können.
So. Dann. Nordwest. Ich habe jetzt zwar noch keinen mit jeder Quelle gesehen, aber okay. Ah, da! Die nächste Windätherquelle ist unsere. Ein Adler, der nur fallen kann. Dass wir hier richtig sind. Na fast, ich glaube, wir müssen da runter. Oh. Aber gut, dass man nicht sterben kann beim Runterfallen. Der Tunnel zur Klausel Grimmigen liegt unter Wasser. Muss also wieder schwimmen. Na, danke. Und dann hier wieder hoch. Aber cool gemacht. Wirklich cool gemacht. Oh ja, klar. Und er ist schon wieder völlig fertig. Hier. Geil. Oh. Okay, da wüsste ich, glaube ich, was ich nehme. Yep, wir sind die Heldin Eosias. Natürlich. Da ist was kaputt. Das ist die Klause der Grimmigen? Wie will der Widerstand mit so wenigen gewinnen? Gar nicht. Vor dem letzten Aufstand waren viele Widerstandskämpfer im ganzen Land versteckt. Doch die meisten wurden getötet. Die wenigen Überlebenden haben sich hier versammelt. Selbst wenn man alle Kämpfer, die gerade im Einsatz sind, hinzuzählt, ist die Kampfstärke viel geringer als früher. Aber es sind alles Patrioten, die ihr Leben für Domas Freiheit riskieren. Fünf Leute. Wir hoffen stets, dass sich andere unserer gerechten Sache anschließen. Trotzdem habe ich nicht damit gerechnet, dass ihr den weiten Weg hierher schaffen würdet. Jugeri. Schick. Jugeri, wie schön. Wie geht's dir? Ich hatte nicht damit gerechnet, dass wir uns so schnell wiedersehen. Ja, ein glücklicher Zufall. Ich bin gerade von einem Einsatz zurückgekommen. Ein Einsatz? Hast du unseren Herrn gefunden? Nicht so hastig. Erzählt bitte erst, was euch hierher verschlagen hat. Mhm. Hallo, Fliege. Wirklich bedrückend, was du aus Alamigo erzählst. Am liebsten hätten wir die Galea sofort vertrieben. Aber die Befreiungsbewegung von Alamigo muss erst neue Kräfte sammeln und Verbündete finden. Deshalb sind wir hier. Wir bieten euch unsere Hilfe an.
Unsere Beweggründe unterscheiden sich etwas von euren. Aber auf der Rubinsee haben wir gezeigt, dass wir es ernst meinen. Wir zweifeln nicht an eurer Aufrichtigkeit und wünschen uns ebenfalls ein Bündnis mit euch. Gemeinsam gegen die verhassten Galea. Yugiri, spann mich nicht länger auf die Folter. Hast du unseren Herrn gefunden? Bei der letzten Revolution wurde unser Herrscher, König Kayen, getötet. Seitdem suchen Gosetsu und ich nach seinem Sohn und rechtmäßigen Erben, Prinz Hien. Er war es, der mir befahl, verfolgte Domaner in Sicherheit zu bringen. Er selbst blieb, um den Kampf gegen die Galea fortzusetzen. Doch dann wurde er schwer verletzt und verschwand spurlos. Ja, so viel wissen wir. Zum Glück konnte ich ihn ausfindig machen, außerhalb Domas, in der Azim-Steppe. Wirklich? Er lebt? Den Kami sei Dank. Hast du ihn hierher gebracht? Hiens Wunde war gut verheilt, aber als ich ihn bat, mich nach Doma zu begleiten, lehnte er ab. Er sagte, wenn mein Volk kämpfen will, kehre ich als General zurück. Aber wenn es den Kampf leid ist, solltest du den Galean meinen Kopf bringen. Ich beharrte darauf, dass keinem seiner Untertanen daran gelegen wäre, den Galean seinen Kopf auszuhändigen. Doch von mir allein ließ er sich nicht überzeugen. Also versprach ich ihm, die Wahrheit herauszufinden und kehrte vorerst allein zurück. Eine mutige und weise Entscheidung. Er hat erkannt, dass ein Herrscher nichts ist ohne sein Volk. Deshalb will er keinen neuen Aufstand anzetteln, wenn das nicht dem Wunsch seiner Untertanen entspricht. Trotzdem dürfen wir nicht zulassen, dass unser Herr sein Land und sein Leben aufgibt. Das wäre ein bitteres Ende, nachdem so viele von uns für die Freiheit gestorben sind. Ich werde bis zuletzt kämpfen. Wir sollten nichts übereilen. Unsere Freunde aus dem Westen haben einen weiten Weg hinter sich und brauchen bestimmt eine Verschnaufpause. So. Ich mache einmal eine ganz kurze Pause. Ich bin einmal ganz kurz auf dem Klo. Bin in 5 Minuten wieder da. Bis gleich.